Cocktailsauce. Hallo zusammen, heute machen wir zusammen ein Cocktailsäusserli. Ideal für Chinoise oder auch für einen Crevette-Cocktail. Oder auch für ein Sandwich, etwas sehr Feines. Beim Cocktailsäusserli denken viele Leute einfach nur an Mayonnaise und Ketchup, aber ein gutes Cocktailsäusserli hat noch ein bisschen andere Sachen drin. Klar, Mayonnaise, Ketchup gehört rein. Ich nehme 200 Gramm Mayonnaise, tue die in eine Schüssel. Dann nehme ich 85 ml Ketchup. Das kommt dazu. Dann noch 35 Gramm Magerquark. Und dann noch 10 Gramm Meerrettich. Das wollen wir ganz fein reiben. Dann wollen wir alles untereinander rühren. Dann wollen wir noch 10 ml Cognac dazu. Kann man noch einen Wodka nehmen. Ist ein bisschen neutraler vom Geschmack. Und wir können ihn auch weglassen, wenn man gar keinen Alkohol will. Das rühren wir auch schnell drunter. Und würzen tun wir jetzt nicht mit Salz und Pfeffer, sondern ein bisschen mit Zitronensaft frisch presstem. Nicht übertreiben, den einen noch probieren. Und nachher eigentlich klassisch mit Tabasco. Ich bin aber kein Tabasco-Fan. Darum nehme ich hier die Alpenfeuersauce vom Bünzli und tue ein bisschen mit dieser Würze. Das bringt ein bisschen Schärfe drin, ein bisschen Würze drin. Und der Tabasco hat für mich einfach einen aarigen Geschmack, ich weiß nicht wieso. Das sei aber jedem das seine. Dann rühren wir es untereinander. Dann noch einmal probieren. Allenfalls noch einmal nachwürzen. Und dann wäre unser Cocktailsäusserli eigentlich schon fertig. Am besten eine Stunde mindestens in den Kühlschrank stellen, dass alles schön durchziehen kann. Noch besser natürlich, wenn es ein paar Stunden mehr hat. Wird einfach ein bisschen intensiver vom Geschmack. Ich wünsche einen guten Zusammen.